Wir steigen nun in die Dynamik ein, indem wir uns erste einfache Beispiele aus der Punktkinematik ansehen. Zur Erinnerung, die Kinematik beschäftigt sich damit, wie eine Bewegung abläuft, also bestimmt die Zusammenhänge zwischen Strecke, Geschwindigkeit, Beschleunigung. Sie beschäftigt sich nicht damit, wie zum Beispiel eine Beschleunigung durch die Wirkung einer Kraft entsteht. Diesen Zusammenhang behandeln wir im Rahmen der Kinetik. Hier also das erste Beispiel zur Kinematik. Wir haben es mit einem Fahrradfahrer zu tun. Der Einfachheit halber in diesen ersten Beispielen sei es Punktkinematik, sprich der Fahrradfahrer darf als Massepunkt angenommen werden. Er fährt aus dem Stillstand los und erreicht auf einem geradlinigen Weg der Länge 20 Meter die Geschwindigkeit von 30 km pro Stunde. Zu bestimmen ist, mit welcher konstanten Beschleunigung der Fahrradfahrer beschleunigt hat und wie lange er braucht, um die Endgeschwindigkeit V zu erreichen. Schreiben wir mal her. Die Geschwindigkeit mit 30 km pro Stunde passt auf jeden Fall nicht zusammen mit unserer Strecke, die ja in Meter gegeben ist. Also müssen wir eins davon einmal umrechnen, oder? Das wissen wir eh alle, wie das geht. Das ist dieser Faktor 3,6. Können Sie sich selber noch einmal plausibel machen. Kilometer pro Stunde auf Meter pro Sekunde müssen wir durch 3,6 durchdividieren und umgekehrt halt multiplizieren. Das merkt man sich ja üblicherweise eh. Dann kommt hier 8,33 Meter pro Sekunde raus. Das ist einmal das Erste, was man braucht. Und dann, dann bietet sich an sich die zeitfreie Gleichung an für die konstante Beschleunigung. Weil sonst müssen Sie zwei Formeln verwenden und ineinander einsetzen. Spricht auch nichts dagegen, aber so haben wir es sofort. Umgeformt auf A0, V² minus V0² durch 2 mal S minus S0. Er fährt aus dem Stillstand los, das heißt V0 ist 0 und S0 ist sinnvollerweise A0. Wenn die Strecke 20 Meter beträgt, dann fällt das alles weg. Und dann kommt hier Einheiten richtig, wenn Sie die Einheiten auch einsetzen, 1,74 Meter pro Sekunde Quadrat raus. Setzen wir es einmal ein, wegen der Einheiten, durch 2 mal 20 Meter, das wird quadriert, Meter Quadrat Sekunde hoch minus 2, durch 2 mal 20 Meter, fällt Ihnen da das Meter mit dem Meter Quadrat weg und wir haben die Meter pro Sekunde Quadrat. Erster Punkt erledigt, zweiter Punkt die Zeit und da nehmen wir jetzt den zeitlichen Zusammenhang, der lautet V ist V0 plus A0t und damit ist die Zeit V minus V0 durch A0. Das passt auch wieder von den Sekunden her dimensionsmäßig. Das sind 4,8 Sekunden. Und damit ist das Beispiel schon erledigt.